Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge und heute schaut es mal ein bisschen anders aus. Heute will ich euch mal zeigen, wie so das Kamera-Setup ist, das ich jetzt habe. Ich habe mir jetzt nämlich die GoPro zugelegt, GoPro Hero 5 Session, glaube ich, ist die korrekte Bezeichnung. Und das Gute an dieser Kamera ist, sie ist wesentlich flexibler als jetzt mein Handy, das ich hier habe, in der Halterung. Denn man kann hier wunderbar mit solchen Clipsen, die ihr hier jetzt seht, kann man das wunderbar überall mal montieren. Das Ding wiegt nicht recht viel und es hat so einen Schnellverschluss sozusagen. Ich habe dann jetzt mal da vorne eine hingemacht und hier für die Fahrten dann. Und jetzt will ich euch mal die ganzen einzelnen Positionen zeigen, wie die denn da ausschauen. Ihr seht jetzt hier rechts oben auch das Mikrofon. Da ist das Mikrofon angebracht bei mir. Da habe ich so eine Klemmhalterung für diesen Sonnenschutz hier. Und jo, dann schauen wir mal die einzelnen Positionen an, die wir da haben. Ich experimentiere da im Moment noch ein bisschen und eine Position ist diese hier. So, jetzt muss ich bloß die Kamera rumdrehen. Jetzt habe ich gesehen, jetzt ist es falsch um die Kamera drin. Es kann jetzt sein, dass es ein bisschen geschüttelt wird, beziehungsweise ich jetzt auf dem Kopf stehe. Das ist auch nicht schlecht. Ja, so, muss man mal gucken, ob man es richtig drin hat. Nein, jetzt ist sie nicht richtig drin. So, Gott sei Dank dreht die sich dann immer richtig hin. So. Das wäre jetzt hier so die Position, mit der ich mir vorstellen könnte, auch die Videos in Zukunft zu drehen. Denn ja, bisher habe ich die immer mit der Handykamera gedreht und dann halt eben hier mit Dualkamera gearbeitet. Das Problem bei der Dualkamera ist, dass der immer nur 5 Minuten aufnimmt. Und so kann ich jetzt das durchgehend laufen lassen und brauche da also nichts machen. Ne? Also das ist jetzt die Position hier oben. Das Witzige ist, wenn ich jetzt die Kamera umdrehe, dann kann ich auch schöne Frontaufnahme von mir machen. Ne? Das muss natürlich dann noch weg hier, das Handy, die Handyhalterung. Das ist jetzt natürlich, wie soll ich sagen, erst einmal bloß so interimsweise. Genau, dann drehen wir mal die Kamera um. Das ist hier immer mit so einer, es gibt so eine Snap-In-Halterung dafür. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich es richtig rum jetzt mache. So. Und dann kann ich das hier so einklipsen. Und dann stehe ich auf dem Kopf. Na super. Ja, das ist jetzt natürlich der Vorführeffekt. Drehen wir sie mal rum. Gut, also muss immer schauen, dass der Knopf auch oben ist. Ja, so könnte ich jetzt halt auch die Videos machen. Ja, man sieht dann auch den Beifahrer und ja, ist eine schöne Geschichte. So, gehen wir mal zur nächsten Position. Das wäre diese hier. Das wäre dann vornehmlich für Fahrten gedacht. Genau, also für Roadtrip-Videos würde das dann so eben dann ausschauen. Mache ich es immer wieder raus, weil nicht, dass da einer das Meckern anfängt. Die nächste Position habe ich mir gedacht, hier so am Armaturenbrett. Und das ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Hier kann man dann auch natürlich wieder auf dem Kopf stehen. Man muss immer gucken, ne? Also der Auslöser der Kamera, der muss oben sein. Und wenn man natürlich dann das hin und her dreht, dann ist das natürlich immer verkehrt. So, jetzt wäre das auch so eine mögliche Position. Wie gesagt, da ist wieder das Handy. Das ja, muss dann vielleicht woanders hin. Oder weg, wie auch immer. Ihr seht ja da drüben, seht ihr das auch hier? Ne, seht ihr nicht. Da ist der Widescreen doch nicht so weit. Das zeige ich dann gleich mal. Also das wäre eine Möglichkeit. Hier kann man natürlich auch, hier unten könnte man jetzt auch die Kamera so positionieren und dann auch Roadmovies machen. Wäre auch eine Möglichkeit. Um es nochmal zu zeigen, hier drüben ist mein fürs Zweithandy die Halterung, also das ist die offizielle Halterung, die es von Prodit eben gibt für die Zoe. Die ist hier eingespannt an der A-Säule und
Die benutze ich also, wie ihr seht, für KZE. Ne? Das Handy hat schon ziemlich viel gelitten, wie man auch an der Spider-App sieht. Und das wird für KZE-Aufnahmen verwendet. Genau. Jo, oder halt einmal zum Nachschauen, wenn ich irgendwelche Informationen. Ne? Neben mir steht übrigens auch eine Zoe gerade. Jo, das war so ein bisschen jetzt die Spielerei mit der Kamera. Und. Ja, was auch so möglich wäre, wäre so eine Montage hier, wäre auch denkbar, ne? Ja, also die ist also wirklich sehr flexibel. Da kann man lustige Sachen damit machen. Also so könnte ich mir auch vorstellen, da noch einen Klebepunkt hinzumachen. Ich habe bloß leider keinen gerade Klebepunkt mehr. Da müsste ein gerader Klebepunkt hin. Ja, also finde ich super. Die Kamera ist auch sehr ja, kompakt und ich hoffe mal, dass jetzt die nicht so überhitzt während der Fahrt, weil also ist es so, das Handy hat halt immer sehr stark überhitzt, weil es halt auch gleichzeitig immer das Handy aufgeladen hat und dann ist der Akku zu warm geworden und dann hat natürlich die Kamera auch keine Lust mehr, ne? Beziehungsweise das Handy keine Lust mehr. Ich platziere es jetzt bloß mal wieder in der Halterung, weil dauernd in der Hand zu halten. Will ich jetzt auch nicht. So. Und jetzt. Und so hoffe ich doch, dass also das dann besser wird in Zukunft. Denn die Kamera ist so konzipiert, dass es während der Aufnahme eben und man steckt also den Stecker rein, die Stromversorgung rein, dann lädt es den Akku nicht auf, sondern macht also nur, erholt sich nur den Strom. Und das ist ein guter Vorteil, weil dadurch dann eben die Kamera auch nicht überhitzt wird. Also der Akku wird dann nicht aufgeheizt, der lädt nicht, sondern der nutzt nur, muss ich jetzt Vorklimatisieren einschalten, der nutzt nur eben dann die Stromversorgung, um halt die Aufnahmen zu machen. Und das ist, finde ich, eine coole Geschichte. Und ja, mal schauen. Jetzt sehe ich hier gerade in der Anzeige von der Kamera, dass er 7 Minuten 59 noch aufnimmt. Na, das wäre jetzt natürlich blöd, ne? Wenn der bloß 8 Minuten aufnehmen würde. Kann ich mir gar nicht vorstellen, ne? Ja, da muss man mal einiges gucken. Kann natürlich sein, dass der bloß so lange dann die Verbindung aufrechterhält zum Handy. Naja, wie auch immer. Also ein bisschen experimentieren. Und aha, es geht weiter. Ja, er nimmt also weiter auf. Länger als die 7,59. Ich gehe mal davon aus, dass er die 7,59 da immer ein neues File dann draus macht. Ich glaube, das habe ich schon gesehen. Da ist ein File dann drauf und dann kommt das nächste und so weiter. Also der bricht dann also nicht ab. Macht ja nur 8 Minuten Files. Jo, ich werde 1080 30 aufnehmen. 60 wäre zwar schön, aber für die Fahrten, also für die Roadtrip, denke ich, ist das jetzt too much. Vor allem, weil dann auch zu wenig auf die Karte dann drauf passt. So passen eben 8 Stunden drauf und das ist also auf alle Fälle ausreichend. Jo, das war mal so die Vorstellung der GoPro und in den Videos, die jetzt dann danach folgen werden, also das habe ich jetzt noch eingeschoben vor den Urlaub-Videos, werdet ihr dann die GoPro live im Urlaub im Einsatz sehen. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.